Seit 4 Jahren sind Vittorio Piacecchi, genannt Tosca, und Luca Klose gemeinsam unterwegs. Rund um Recklinghausen reinigen sie Rohre. Die ganzen Kalkränder sind extrem und da bleibt natürlich alles dran hängen. Dann bildet sich im Laufe der Zeit schnell mal eine Verstopfung. Um 8 Uhr morgens erfahren die beiden von Disponent Dirk Kranich, wohin es heute geht. Moin. Oh, Jesus. Oh. Moin, Dirk. Mein Dreamteam. Commander. Hä? Dreamteam. Langsam starten? Ja, wir suchen uns erstmal was aus. Leichte Arbeit? Leichte Arbeit. Wird schwierig, wa? Wird schwierig. Aber ich glaube, ich habe da noch was. Selbsterklärend. Ja. Ne? Lesen könnt ihr, Bilder sind auch dabei. Ja, ich fahre dich dahin. Du machst. Luca arbeitet und du machst einen gesunden Schlaf. Ne, genau. Ist ja noch früh. Ne? Wir sind ein starkes Team, kriegen eigentlich alles gemeistert. Ja, das ist schon. Wenn Probleme auftreten, machen wir jetzt mal kurzzeitig keinen Spaß oder so, dann reißen wir uns zusammen. Ja. Tosca hat Luca Klose 3 Jahre lang als Fachkraft für Rohrkanal und Industrieservice ausgebildet. Jetzt sind die beiden ein Team. Eine Rohrreinigung wird man meistens gerufen, wenn es schon richtig am Brennen ist, quasi. Wenn irgendwelche Keller, Wohnungen vollgelaufen sind oder wenn einfach mal die Toilette einfach nicht abläuft. Dann machen wir zuerst die Verstopfung weg. Aber so eine Verstopfung, die kommt nicht von ungefähr, das hat meistens eine Ursache. Und die müssen Tosca und Luca dann möglichst schnell finden. Na Gott, die Leute, die sind natürlich froh, wenn wir ankommen. Wenn da ist die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Schönen guten Morgen. Schönen guten Tag fast. Schönen guten Morgen. Morgen. Ja, einmal hoch. Die Treppe, erste Tür links. Vor einer Woche war Luca Klose bereits zur Vorbesichtigung hier. Das müssen wir gleich abnehmen. Danke, bitte. Ja, alles klar. Und dann einmal mit der Kamera rein. Der Rest lief alles? Der Rest lief alles, nur einmal die Leitung bis nach unten reinigen und Kamera befahren. Gut. Ne, wir holen Kollegen Werkzeug. Waren ja schon da einmal. Ja. Haben das Problem erklärt. Gefunden, auf Anhieb. Auf Anhieb, ja. Das ist gut, ne? Bitte? Das ist gut, ne? Ja, guter weiß. Junge. Ja. Gut. Also wir nehmen jetzt zuerst die Toilette ab, gucken noch einmal mit der Kamera rein, damit er auch mal einen kleinen Überblick bekommt. Dann gehen wir mit der Spirale bis unten im Keller, reinigen das Rohr komplett, mechanisch. Machen danach nochmal eine Kontrollkamera, ob alles sauber ist. Und dann war es das auch. Handschuhe hast du? Handschuhe habe ich. Kette habe ich. Biofresh? Biofresh haben wir noch nicht. Also der Tosca weiß schon, wo alles ist. Das Auto ist zwar nicht das sauberste der Firma, aber der hat natürlich immer blöde Baustellen und der macht auch alles mit einem Auto. Und das ist schon relativ schwierig, das dann natürlich sauber zu halten. Sauber schon, aber durcheinander. Ja. Solange Tosca weiß, wo alles liegt. Wir müssen sowieso zweimal laufen. Ich werde mal oben erst abdecken. Nehme ich schon mal einen Teil mit und dann hole ich den Rest, ja. Um herauszufinden, wo genau die Verstopfung sitzt, nimmt Luca die Toilette ab. Bei manchen Leuten ist sie natürlich extrem dreckig, weil sie schon übergelaufen ist oder so. Da zieht man sich dann auch Einweganzüge an. Aber wenn die jetzt so sauber ist wie hier, dann hat man keine Bedenken. Ansonsten, wenn die Toiletten dreckig sind, dann lasse ich die Tosca die einfach abnehmen. Ach so, ja. Damit er dreckig wird. Ja, der kommt ja sowieso nichts. Mit sauberen Arbeitsklamotten nach Hause, weil er den ganzen Tag nur im Auto sitzen will. Ah, gerechte Arbeitsteilung. Ja, ich lasse ihn gerne arbeiten, natürlich. Verbrecher. Ja, Verbrecher hin oder Verbrecher her, ne? Also fauler von uns gibt es eigentlich keinen. Wir sehen schon zu, dass wir uns die Arbeit teilen. Aber mittlerweile nehme ich dem Tosca halt viel ab, weil er auch teilweise Probleme mit seiner Schulter hat. Und deswegen sehe ich schon zu, dass ich die schwereren Sachen mache, dass es einfach ein leichterer Tag für ihn wird. Bevor Tosca Rohre reinigte, arbeitete er im Bergbau. So, jetzt fahren wir den in die Hauptleitung zum Keller runter. Zum Keller runter. Ja, da sieht man schön an der Rohrwandung, wie rau die Fläche ist, ne? Ja. Daran bleibt natürlich das ganze Toilettenpapier dran hängen. Hier, die ganzen Kalkränder sind extrem am Übergang zum Fallstück. Und da bleibt natürlich alles dran hängen. Dann bildet sich im Laufe der Zeit schnell mal eine Verstopfung. Nach der Sichtkontrolle steht der nächste Schritt fest. Mechanische Reinigung durch eine Spirale.
statt Hochdruck. Aus gutem Grund. Hier sind Anschlüsse noch. Unten ist noch ein Gäste-WC, der mit aufentwässert. Wenn ich jetzt hier Hochdruck rein pumpe, dann das drückt die überall raus. Drückt die unten überall raus. Das wäre fatal. Die beiden Rohrreiniger sind seit 4 Jahren trotz ihres großen Altersunterschieds ein Herz und eine Seele. Natürlich bin ich stolz auf den Luca. Der Luca ist einer der besten Lehrlinge, die ich hatte. Ich bin der Einzige, den ich hatte. Nein, ist ja so. Und bin ja stolz, dass er alleine mittlerweile fährt, der kann alles bewältigen, alle Probleme und ist gut. Ich freue mich auch darüber, dass das so ist. Man freut sich, sowas zu hören von einem, der das jahrelang macht und eine gute Erfahrung hat. Das heißt eigentlich schon, dass ich was drauf habe, ne? Ja, kann man sagen. Tosca kann man nicht nur als Mentor oder so bezeichnen, sondern wie so ein Ziehvater. Er hat mich gut behandelt immer, hat mich überall mit eingesetzt, hat nicht gesagt, dafür kann ich den nicht gebrauchen. Er hat mich immer mit hochgezogen und er hat eigentlich mich dazu gemacht, was ich heute bin. Ne? Zu einem klasse Monteur eben. Luca fährt inzwischen auch alleine zu Kunden und weiß, wie er Probleme vor Ort löst. Es besteht immer die Möglichkeit, eine Wohnung unter Wasser zu setzen, irgendwas kaputt zu fräsen oder zu spülen oder was auch immer. Es passiert einfach. Ja. Man steckt sich dahinter, man steckt nicht drin, man kann nicht unter den Boden gucken. Das sind auch so Sachen, die muss man mit leben. Also bis jetzt habe ich Gott sei Dank noch keinen großen Bock geschossen. Aber vielleicht du, Tosca? Ja, ich ja. Leider, aber das kommt. Normal ist ja ganz normal. Irgendwann ist immer mit der Zeit mal, ne? Passiert immer irgendwas. Ich glaube, es gibt keinen Rohrreiniger, der sagen würde, nee, mir ist noch nie was passiert. Na, hoffentlich bleibt hier und heute der Bock ungeschossen vor der Tür. Muss ich mal erstmal lappen.